Ich heiße Markus da Costa Melo, ich komme aus Brasilien. Ich bin Geschäftsführer von diesem Verein, den wir hinter uns mal haben. Er nennt sich FUGE, Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung. FUGE ist ein Dachverband von über 50 Vereinen, die bei uns ihre Aktivitäten bündeln und miteinander ins Gespräch kommen. Unter anderem haben wir Amnesty International, wir haben NABU, BUND und viele andere Organisationen, auch auf der unteren Ebene, sprich Zivilgesellschaft, Gruppen, kirchlichen Gruppen und vielen auch Organisationen, die in entwicklungspolitischer Zusammenarbeit tätig sind, zum Beispiel in Brasilien, woher ich denn komme, aus Kenia, Namibia und so weiter. Der Verein hat das Ziel, dass man eben eine Entwicklung vorantreibt, die gerechter sein soll und gleichzeitig ökologisch. Wir träumen davon, dass man eine Entwicklung voranschreiten kann, ohne dass man die natürliche Ressource mal verdirbt und die Menschen kaputt macht. Wir versuchen, so eine Plattform zu geben, damit sie sehen, dass die Sachen miteinander verbunden sind, dass eine Globalisierung stattfindet und alle diese Probleme, mit denen wir zu tun haben, müssen gemeinsam angegangen werden. Und das ist gar nicht so einfach. Wir kommen eine Menge weiter, wenn wir erstmal die unter denselben Tisch mal zusammenbringen und zum Beispiel bei Mitgliedsversammlung oder bei Veranstaltungen, dass wir immer von mehreren Initiativen ihre Ansprechpartner unter einem Podiumsgespräch mal unterbringen, damit ihre Position annähern und voneinander lernen. Es sind, ich würde sagen, wenn wir die gesamte Vereine zusammenbringen und ihren Akteuren, sind wir weit über 2000 Menschen, die mit unserer Arbeit sich verbinden und sich legitimiert fühlen und zu Hause fühlen bei uns. Die gesamte Leute, die ehrenamtlich für uns aktiv sind, machen eben unser Projekt mal sehr sichtbar für die Öffentlichkeit. Ein Beispiel war, vor einem Jahr haben wir die Ausstellung Komm mit nach Afrika gemacht und dann also diese Ausstellung mit eben die gesamte Entwicklungsfrage und Umweltfragen bearbeitet worden sind aus Afrika, haben wir in der Ausstellung mal gehabt, über 15.000 Besucher. Nach der Katastrophe von Fukushima hatten wir nach der Katastrophe von Fukushima hatten wir eine Verjüngung von unserem Verein. Und diese Verjüngung fand auch statt, dadurch, dass ein Fahrradkurs stattgefunden hat, die uns zu mehreren Städten mal hingeführt haben. Und als wir eben die Breaking Power Tour mal gesehen haben, dann haben wir uns nochmal in diese Zeit mal versetzt von 1,5 Jahren, 2 Jahren. In denen wir gesehen haben, dass wir Nachwuchs bekommen, dass wir Nachschub in unserer Arbeit mal bekommen. Natürlich haben wir da reingelesen und eben diese Wachstumskritik, die in eurer Präsentation und Vorstellung mal dort dargestellt wird, hat uns richtige Motivation mal gegeben. Ah ja, wir sind nicht allein, wir wollen eine andere Entwicklung mal sehen und machen eine Gesellschaft über diesen Wachstumsdrang und das hat uns am meisten mal bewogen, euch zu uns einzuladen. Und ein anderer Punkt ist mal da, die Energiethematik führt uns zu der Tatsache, dass wir weit über den notwendigen Ressourcenverbrauch mal geht. Wir wollen da an dieser Baustelle mal so mitarbeiten und wir hoffen, dass wir euch dabei unterstützen können.